Okay, pass mal auf. Dann, du wirst sofort ein bisschen Videospiel spielen. Nein, dein Sohn ist nicht zu Hause, aber du bemerkst es nicht. Natürlich nicht. Ach, schon wieder das blöde Bärenspiel. Gibt's denn da nicht ein anderes? Ach, die müssen sich erst andere Spiele kaufen. Stimmt ja. Ich glaube zumindest so... Huch! Fridolin war in einem Albtraum gefangen. Es gab nur noch ihn und das Schwimmbecken. Twilight Zone! Twilight Zone! Twilight Zone! Fridolin darf nur noch eine Stunde draußen bleiben. Und er möchte jetzt gerne lesen. Dann düst mal nach Hause. Was ist denn hier los gerade? Wo ist denn die ganze Grafik geblieben? Mal gucken, was jetzt passiert. Wahrscheinlich schmiert Sims gleich ab. Oh. Hallo? Ich glaube, ich bin in der Twilight Zone. Hallo? Ah, schon viel besser. So, mal gucken, ob er Schimpfe kriegt dafür, dass er jetzt die ganze Zeit hier rumgetobt ist. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ja, auf Wiedersehen, liebe Newcoms. Ja, peinlich, peinlich, peinlich. Der Duke ist alt geworden. So, dann jetzt ab nach Hause. Was kann er da mal machen? Was essen wäre nicht schlecht. Habe ich da eigentlich gerade richtig gesehen? Moment, das muss ich gerade nochmal nachprüfen. Ach so, ich dachte gerade, na, ich dachte, da wäre ein Flamingo. Das sah beim Vorbeifahren hier so aus wie ein Flamingo. Dass da einfach so ein Flamingo steht oder so ein Vorgarten-Flamingo. Die Lampe ist übrigens super, ne? Die macht hier richtig, wie so ein Stadionfluter sieht das aus. Oh, 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 ausgeschimpft werden. Oh, 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 oh. Junger ja, Mann! Albo! Aber Chuchigan. Und wieder Hausarrest und wieder zwei Tage. Okay, wollte er sich nicht mit Frikadella die Freundschaft beenden? Okay, um Vergebung betteln, das machen wir hinterher. Gemein. Überfaulert, vorwerfen, ein Loser zu sein. Genau. Du bist ja voll der Loser. Fridolin Schlömpel hat sich mit dem Star-Frikadeller Schlömpel angefreundet. Ja, dazu sage ich gar nichts. Können wir hier nicht nochmal gemein sein? Gemein über Faulheit. Du bist voll der faule Schinken! Sona! Schinken! So, wie lange dauert das, bis die Freundschaft beendet ist? Ich kann die auch nicht anschreien oder so. Spezial kindisch. Gemein boshafte Mutter als Lama bezeichnen. Du bist voll das stinkende Lama und du spuckst in deine Unterhose. So, was haben wir hier? Das ist total beliebt werden. Naja, komm, das wird nix. Gemein eine boshafte Bemerkung machen. Hier! Boshafte Bemerkung! Was? Das wirst du mir büßen! So, sein Ziel ist erreicht und jetzt möchte er sich bestimmt wieder vertragen. Gewinne Frikadella als Freundin. Um Vergebung betteln. Du, Mutti, es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Oh, du ein Glück! Na gut, ich merke, dass es dir leid tut, aber versuche in Zukunft dich zu benehmen, ja? Sonst fresse ich deine Nachgeburten. Ja. So, Entschuldigung, manchmal nimmt es einen einfach so mit. Was können wir denn da mal machen? Lustig, Grimasse schneiden. Wir müssen uns jetzt wieder vertragen, so ein bisschen Computerfreak über Computer reden. Freundlich, lustig, machen wir mal lustig. Lustige Geschichte erzählen. McNor, Saba, Nuvadax, Skazi. Sardoki Smar, Wibney Tom, Rune, Wernie, Clark. So, übers Fernsehprogramm können wir gar nicht quatschen, ne? Nee. Ich hab einen Sternschnupper gesehen, mir gewünscht, du wärst tot, weißt du? So richtig tot, ja.
Wie lange? Ich habe einen Mond gesehen und habe mir gewünscht, ich könnte da Zeitreise und rückwärts abtreiben. Nee, das kann man doch nicht mit dem Mond, da brauchen wir aber den kleinen Wagen, du Blöde. Nee, aber das war der zugeschleimte Mond, mit dem geht das. Yeah. Maps. Maps. Rosie Babs. Ja, ja. Also, Mutti, ne? Was ich dir schon immer mal sagen wollte, dein rosa Halsband ist wirklich von deiner Zauberhaftigkeit. Ja, ja, leck mich. So, die quatschen da Mist zusammen. Wo ist denn... Ach, hör auf. Wo eine Gitarre ist, ne? Da ist natürlich der Paparazzi auch nicht weit. Ist leider der falsche Kunibert, aber was soll's. Stop. Wo ist sie, Come as you want me to be. Ja, die Tränenmond ist übrigens nicht mit so einem Stimmchen gesegnet wie der Kunibert, also nicht der hier, das ist der Klonibert. Aber sie bemüht sich immerhin. Achso, und die muss langsam mal pennen übrigens. Und ganz kurz, wie geht's ihr denn eigentlich? Gedemütigt auch die Arme von ihrem eigenen Sohn. Das ist ja nicht so schön. Ins Wellness-Center Entschuldigung, ich hatte gerade irgendwie einen ganz kurzen Aussetzer, weil ich dachte, ins Fitness-Center. Aber das ist ja ins Wellness-Center, dann passt es ja wieder. Du kleiner Wellness-Zentner. So, was haben wir hier noch? Hier mit Mutter von Fridolin als... Also, Frikadella, die die Mutter von Fridolin ist, möchte gerne die Mutter von Fridolin als Lama bezeichnen. Gut, geht das denn irgendwie? Gemein. Vorwerfen, kindisch zu sein, beleidigen. Also das ist wirklich das ganz Allerschlauste, was Frikadella in ihrem gesamten Leben jemals bewerkstelligt hat. Fridolin Schlömpel ein Geschenk machen. Ach, das ist ja süß. Komm, Fähigkeit erfinden, mach mal weg. Und was schenken wir ihm denn mal? Kann man überhaupt was schenken? Ich weiß gar nicht, wie man schenkt. Ich habe noch nie jemandem was geschenkt hier bei Sims. Freundlich. Beschämung ausdrücken. Okay. Freundlich, Fridolin ermutigen, Geheimnis verraten, Geschenk geben. Und zwar einen gegrillten... Nee, den Glückskäse kann es leider nicht aus der Hand geben. Olle Karre, Strategien und andere Irrtümer. Tears of Techno-Kroatia. Das ist ein super Geschenk. Das Buch will doch eh keiner haben. Ach ja, guck mal. Das Brüstedach. Trun. Hier, bitteschön. Aha. Ah, super. Wie der Fridolin auch lügen kann. Was für ein schönes Geschenk. Was will er machen? Zusehen. Okay. Hunger. Du müsstest mal langsam. Pass mal auf. Du isst erstmal. Ach, kannst erstmal zusehen. Was soll's? Frikadella will. Ach, die wollen beide zusehen. Ja, dann mach doch mal. Haben beide Hunger, aber natürlich. I'm an angel of sadness and love. Yeah. Sad angel of sadness and love. I'm a sad girl in a sad world. It's a mad girl in a mad world. Yeah. Nevivasu. Yeah. Oh, what do you need? My brother is in pain of hunger. Kubinasha. My brother will die because of hunger. Because his fat mama stands in the tür. My little brother's gonna die of hunger. And Frikadella, only she can was dafür. Yeah, dafür. Dead, dafür.
Schmerkel! Vertuti! Ich würde gerne was essen. Der Frikadella steht in der Tür. Ach komm, Frikadella, jetzt beweg doch mal einfach deinen Zitronenhintern da aus dem Türrahmen und geh doch einfach mal was schaufeln. Mann, oh Mann. Hier, Reste essen, Pfannkuchen. Ja, super. Ich will Pfannkuchen. Pfannkuchen. Ah, Niborgo, Bess. Och Mensch, die Schlömpels haben... Also der Genpool bei den Schlömpels ist leider auch nicht so der allerbeste. Bitte. Was macht ihr denn? Och Mensch, ihr alten... Ja, ich hab dafür einfach keine Worte. So, Fridolin, du wirst dir jetzt auch einen leckeren... Du wirst dir... Naja, wenn noch was da ist, nimm dir Apfelpfannkuchen. Und du brauchst dringend das Gleiche eigentlich. Nein, du wirst noch nicht schlafen. Du wirst auch erstmal was essen. Und zwar Reste essen, Apfelpfannkuchen. Anschließend wirst du nämlich mal auf den Pott gehen. Mein zauberhaftes Mädchen. Und danach wirst du auf jeden Fall schlafen können. Wieso geht's denn jetzt auf den Pott? Die sollte doch essen. Ach so, deswegen. Ja, dann eben ein Müsli, was soll's, und dann schlafen. Ich hätte gerne eine coole Mütze, weißt du? Das ist eine richtig coole von Ed Hardy. Oh, arme Tränenmond. Und hier stehen schon wieder stinkende Teller. Igittigittigitt. Okay, Frido... Oh, Fridolin, du wirst ja mal sowas von dringend aufs Klo laufen und Frikadella kann ja hier inzwischen abräumen, das macht sie ja auch. So, anschließend das da auch noch aufräumen. Geht das? So, Frikadella möchte gerne ins Bett gehen. Ich glaube, das lassen wir ihr auch mal. Tränenmund muss unbedingt ins Bett gehen. Fridolin, ach, die können alle ins Bett gehen. So, gute Nacht, liebe Schlömpels. Und ich befleißige mich jetzt auch gleich mal einer Aufnahmepause. Während die Schlömpelinos wieder schlafen gehen. Und wir sehen uns bestimmt gleich wieder nach diesem kleinen Aufnahmepäuschen. Halt, vorher wird natürlich wieder gemeinsam gespeichert. So, jetzt wollen wir mal gemeinsam speichern. Huch, hallo, wo ist denn hier? Speichern. Denn da steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Ja, Freunde, lachen ist gesund. Das habe ich neulich schon mal im anderen Let's Play gesagt, glaube ich. Das war von Bugs Bunny. Genau. Nee, wir speichern jetzt gemeinsam, damit wir genau bei dieser Einstellung nämlich gleich wieder in der nächsten Aufnahmesession einsteigen können. Das ist nämlich ein super Geheimtrick, der so geheim ist, dass der eigentlich niemanden interessiert. Naja. So, hinfort mit dir, du böse Speicherung. So, also bis gleich. Tschüss.